Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, zumindest bei mir gerade, wie man vielleicht sehen kann, ramontischen Abend mit ramontischem Licht am Start. Wir haben sahnige 25 Grad um 21.24 Uhr GG auf jeden Fall. Und ja, wir hatten letztens einen Kommentar, beziehungsweise ich, der hat geschrieben, hey Tobi, wäre vielleicht cool, wenn du mal uns hier mehr mit einbinden könntest, mit Fragen oder etc. Und da kommt dieses Video mehr oder weniger gerade recht. Denn das ist eine Diskussion, die ich jetzt mit euch starten möchte, auf die ihr gerne antworten und eure Meinung droppen könnt. Maxim hat vor kurzem ein Video rausgebracht, in dem es darum geht, ob LOL sich selbst zerstört. Und im Prinzip möchte ich da jetzt weniger drauf reagieren oder so, denn Maxim hat schon ziemlich viele gute Punkte genannt und hat auch definitiv recht. Wobei man natürlich sagen muss, es ist seine Meinung, ja. Das heißt, Meinungen sind immer sehr, sehr subjektiv. Und ich möchte meine Meinung auch sehr gerne zu diesem Thema äußern. Denn das Thema, ja, ich würde nicht sagen, dass es mich belastet oder so, aber beschäftigen auch nicht. Aber es verfolgt mich schon sehr, sehr lange. Ich bin ja ein Mensch. Ich bin ein Mensch, tatsächlich. Hätte man vielleicht nicht gedacht, aber ich bringe ja sehr, sehr oft auch mal PBE-Videos raus, ja, Test-Server-Videos, dieses Item, diese Skins und was weiß ich, was alles immer kommt, AD-Carry-Änderung. Und jedes Mal kommen natürlich zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, alle YouTuber übertreiben mal komplett maßlos, dieser Champ ist broken, wenn diese Items auf den Server kommen, wird LOL zerstört werden, wenn dieser Skin auf die Welt kommt, wird die Welt zerstört werden, oh mein Gott, GG, broken, ne? Ich bin natürlich etwas realistischer und sag, ja, ihr seid alles Noobs, aber das ist ja auch immer der Test-Server, ne? Da wird ja immer erstmal alles getestet, aber man muss das Ganze natürlich dramatisieren, das ist halt Clickbait und so weiter, das gehört ja vielleicht irgendwie dazu, ich weiß es nicht, aber ja. Und dann sind aber auch in den Kommentaren ist immer sehr, sehr viel los. Auch wenn ein neuer Champ rauskommt, dann sagen immer alle Leute, boah, ey, das geht gar nicht. Wenn der rauskommt, wird die... Okay, kennt ihr, habt ihr mittlerweile verstanden. Auf jeden Fall sind die Leute, die lassen sich vielleicht auch von diesen ganzen YouTubern beeinflussen. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch deren eigene Meinung ist, dass die sagen, boah, wenn das rauskommt, quitte ich LOL. Ja, das wird sehr, sehr oft gesagt. Das ist aktuell schon fast so ein Trend, dass die Leute sagen, ich quitte LOL. Und das möchte ich jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Grundsätzlich fangen wir mit einem Beispiel an. Ich war damals Baumhaus Main. Das heißt, Baumhäuser im Wald, ne, ein paar Äste hier, ein Dach drauf, irgendwelche, ein Nebenhaus, eine Garten, eine Waffenschmiede, Holzschwerter, was weiß ich, ne, hast du gebaut. Das heißt, warst du mal ein paar Kumpels und hast wirklich gemacht, da, wie so irgendwie, wie so ein kleiner Mechaniker, da Sachen gebastelt. Und man muss sagen, solange du am Basteln warst, war es richtig geil. Du hast wirklich so gedacht, boah, ey, da ist so ein Fluss, ey, was können wir mit dem Fluss machen? Wir könnten eine Mühle bauen und boah, oh mein Gott, ey, wir könnten hier so einen Mini-Flughafen hinbauen, auch wenn wir nichts haben, was irgendwie fliegt und... Alter, krass, das ist ein riesiger Baum. Stell dir mal vor, was wir damit machen können. Und das war einfach wirklich geil. Aber irgendwann war der Punkt der Vollendung da. Ne? Ich denke, das ist bei Minecraft auch, wahrscheinlich auch sehr, sehr ähnlich. Sobald du bei Minecraft fertig bist, oder auch bei dieser Baumhaus, ne? Es war pur instant langweilig. Weil einfach nichts mehr, es war kein Content mehr da. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum es erstmal LOL überhaupt noch gibt. Weil es sich ständig verändert, weil ständig neue Sachen dazu gebracht werden, etc. Viele von euch würden sich wünschen, dass es WoW immer nur noch mit Level 60 geben würde, dass es nie weitergegangen wäre oder Level 70 und dass es vielleicht LOL auch seit Season 3 immer das gleiche geblieben wäre. Wäre das der Fall gewesen, dann wären beide Spiele, sowohl wie WoW als auch LOL, schon tot. Im Prinzip gibt es sehr, sehr viele Offline-Games bei euch, die ihr habt, irgendwie von 1910, was weiß ich. Und die sind auch alle tot, weil die nicht weiter verbessert werden. Natürlich, über Verbesserungen muss man jetzt eigentlich nicht streiten. Im Prinzip ist es klar, dass ein Spiel, was dabei bleiben will, verbessert werden muss. Ich denke, Maxim hat das schon einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Es gibt da wirklich verschiedene Kategorien an Menschen, an Gruppen. Ich lasse die Zuschauer einfach mal komplett aus. Die interessieren mich jetzt persönlich gerade mal instant eigentlich gar nicht für dieses Video. Sondern wir haben natürlich die normalen LOL-Spieler und die Competitive Dudes. Für die Competitive Dudes aktuell werden alle zwei Wochen gepatcht. Ist das komplett horrible, ja? Die verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass die quasi LOL zocken. Und die müssen sich wirklich darauf einstellen, die müssen sich auf ihre eigenen Fertigkeiten verlassen können. Und wenn das Spiel sich ständig ändert, ja, die üben irgendeine Taktik ein. Wir üben jetzt von morgens bis abends hier Banner of Command, dies, das, das, dies, das, das. Und auf einmal am nächsten Tag sagt Riot, nee, könnt ihr vergessen, Banner of Command ist jetzt raus, das wird wahrscheinlich wirklich so sein. Und der ganze Plan wird geändert. Für diese Leute, keine Frage, ist das komplett horrible. Aber für mich als normaler 0815 LOL-Spieler, ich liebe so viele Veränderungen. Wenn ständig was verändert wird, dann bringt das mir einfach die Lust, dass ich immer beim Spiel, ich meine, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich immer noch LOL spiele, mehr oder weniger ohne großartige Unterbrechung. Ich hätte vielleicht mal eine Woche, so zwei Wochen, aber nie wirklich ultra lange LOL-Pausen und das seit Jahren lang. Und ich denke, das ist halt wirklich, weil das Spiel sich ständig verändert hat. Natürlich gibt es jetzt immer so viele Leute, die dann sagen, die übertreiben.
Es sind Übertreiber. Ja, die sagen, boah, Alter, jetzt zum Beispiel mit den Jungle Changes oder generell den Changes. Wir haben immer jede Season ein großes Mid-Update gehabt. Das heißt, wir hatten das Tank-Update, wir hatten das Assassin-Update, wir hatten das Mage-Update und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, dass viele Sachen geändert wurden in der Mitte der Season. Wir haben jetzt auch wieder Mitte der Season und auch hier werden viele Sachen geändert. Das heißt, man kann sich eigentlich so ein bisschen drauf einstellen. Natürlich, wir müssen ehrlich sein, jetzt werden mehr oder weniger alle Lanes angegangen und das schon über ein paar Wochen hinweg. Aber, was viele nicht verstehen und warum ich das auch nicht verstehe, ist, nehmen wir mich als Midlane-Talon-Spieler, aber auch ab und zu als Mage-Spieler. Nehmen wir erstmal den Extremfall Talon-Spieler. Natürlich ist das sehr speziell, aber was hat sich für mich diese Season getan? Ich habe Nimbus Cloak dazu gepackt und Ultimate Hunter. Sonst hat sich für mich 0% getan. Gar nichts. Null. Gar nichts. Ne? Alle sagen, boah, ey, diese Veränderung ist scheiße. Ich werde Cloak quitten, diese Veränderung ist scheiße. Welche Veränderung? Ich sehe keine. Nichts. Nehmen wir mich als Midlane-Spieler. Als Mage-Spieler. Ja? Es gab letztens das Mana-Items-Update. Das heißt, wir hatten hier, wir haben jetzt 3 Mana-Items. Lunens, Seraphs, Archangel, Stab und diesen Einfrierer, den niemand baut. Was hat sich da getan? Klar, es ist erstmal eine Veränderung. Man muss erstmal gucken, boah, ey, welches Item baue ich jetzt? Gehe ich jetzt Rod of Ages oder baue ich dies oder baue ich das? Das ist eine kleine Veränderung. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, es droppt meine Winrate instant von 60% auf 10%, ne? Ich denke mal, also es ist sehr, sehr, es ist jetzt nicht so, als würde man da irgendwelche verschiedenen Atomexperimente machen. Das sind sehr simple mathematische Aufgaben, die man sich selber so ein bisschen stellen muss. Und es ist, selbst wenn man jetzt, wenn ich das optimale Item nimmt, wird das nicht gleich unbedingt zwingend zu einem Loose sorgen. Und selbst wenn es nicht optimal ist, spätestens nach 1 oder 2 Wochen bin ich da drin. Und jetzt wird sich wahrscheinlich für mich als Midlane-Mage-Spieler nichts tun, denn ja. AD-Carries sind, es tut mir leid. Es müsste sich auch nur die angegriffen fühlen, die sich angegriffen fühlen müssen. AD-Carries weinen mir den ganzen Tag in jedem Ranked immer die Nase voll und jetzt weinen die los, dass ihre AD-Carry-Items geändert werden. Wann bitte wurde das letzte Mal was für AD-Carries richtig krass geändert, dass euer komplettes Game gechanged wurde? Ja, okay, jetzt habt ihr krasse Änderungen und jetzt müssen wirklich alle gucken, boah, was sollen wir tun? Aber abgesehen davon habt ihr neue Items bekommen. Ihr habt Stormraiser und Ascensorium, womit generell sehr wenige andere Champions was anfangen können. Ja, es gibt ein paar spezielle, die noch hier und da, vielleicht sowas wie Master Yi oder so, hier noch was machen können. Vielleicht ein Tründer mehr, so experimentell. Aber grundsätzlich ist das komplett auf euch zugeschnitten worden. Und ihr habt jetzt neue Änderungen, ihr müsst euch daran anpassen. Aber ihr habt seit Ewigkeiten jetzt nicht großartig... Klar, es sind mal andere ADKs. Jetzt sind die ADKs gut, dann sind die ADKs gut, dann sind die ADKs gut. Das gehört einfach mit dazu. Das ist ganz normal. Nehmen wir Toplaner. Die bekommen jetzt demnächst 2 neue Items. Aber seit wie lange wurden Toplaner denn bitte jetzt nicht mehr angegangen? Ja, Jungle, muss ich fair sein, die kriegen relativ oft einen kompletten Jungle-Change. Das ist schon fies, weil da ist es doch ein bisschen, da muss man echt gucken, wie der optimale Jungle-Build und der optimale Jungle-Weg ist, bin ich ehrlich. Aber die Leute beschweren sich, dass immer ihr komplettes Game umgegraben wird. Dabei passiert das einmal vielleicht im Jahr. Das ist absolut in Ordnung für mich. Das ist meine Meinung. Ich, für mich als Talonspieler hat sich gar nichts getan, dieses Season. Ich kann mich noch allzu gut an damals erinnern, ja. Da war ich noch nichts mit YouTube, noch nichts mit Stream. Ich kam ins TS an dem ersten Tag der Preseason und da waren schon meine Dudes, die waren im TS und kamen so, boah, ey, Tobi, oh mein Gott, wie krass war das denn, Alter? Die neue Jungle-Machete, die ist komplett broken. Und die Jungle-Buffs, Alter, du stirbst am zweiten Buff und kommst gar nicht mehr weiter. Du musst sofort Base gehen und, Alter, das neue Item, das ist komplett broken. Der neue Champion geht. Ja, das war einfach, natürlich, das war Aufregung, das war Motivation, das war Euphorismus, das war einfach Lust und Laune, das hat das Spiel frischer Wind, das ist einfach richtig cool und das macht Spaß, für mich zumindest. Das ist meine Meinung, das ist einfach, wie ich finde, was extrem Tolles und für mich steht der Spielspaß in einem Spiel über jetzt zum Beispiel Challenger werden oder sowas, ne? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Natürlich kann man jetzt drüber diskutieren. Ja, wenn jetzt es eine Person gibt, die unbedingt Challenger werden will, warum auch immer, weil er kompetitiv spielen will oder was weiß ich, was er machen will. Auf jeden Fall ist das natürlich für diese Person super schädlich. Sagen wir, ich bin Talon, man, ich will jetzt Challenger werden. Und es ist kacke, wenn alle 2 Wochen sich was ändert, Items ändern, ich muss ständig wieder gucken, ich muss ständig gegen andere Champions spielen und das ständig wieder neu einüben, weil sich die Meta die ganze Zeit verändert. Auch ist Talon mal stärker, auch ist Talon mal schwächer. Für diese Person absolut nachvollziehbar, ist es nicht so geil. Ne? Da muss man wirklich so ein bisschen trennen. Man kann es halt leider nicht jedem gerecht machen. Aber wenn wir natürlich jetzt komplett fair sind, sind wahrscheinlich die wenigsten von euch solche Spieler. Ich persönlich, was das Patchen von Riot angeht, spekuliere ja sehr, sehr krass darauf, dass die absichtlich ab und zu Broken Patches rausbringen und auch ab und zu Broken zum Beispiel Champions oder etc. das Ganze. Das heißt zum Beispiel dieser Galio-Buff, der da rauskam, wo er komplett broken war, full AP.
nehmen wir einfach mal, Riot ist wirklich eine sehr, sehr große Firma. Die werden da bestimmt vor jedem Patch irgendwie so ein Meeting haben, wo die Leute da wahrscheinlich sogar absichern müssen, ob der Buff in Ordnung ist oder nicht. Keine Ahnung, ob das so ist, spekuliere ich jetzt einfach mal. Die sind auf jeden Fall nicht dumm. Ne? Die machen genug Geld und da werden die schon irgendwie ein bisschen Intelligenz da haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Galio-Buff wirklich durchkommt, dass da wirklich Leute das durchgegeben haben und das als ernst meinten. Ne? Ich denke einfach wirklich, dass sie gesagt haben, hey, ne, hier, Galio, mach mal ruhig ein bisschen dick, ein bisschen fett, ein bisschen AP, OP, AP, OP. Und dann lass den mal ruhig ein bisschen ein, zwei Tage da wirbeln, dass die Leute ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht geärgert werden, vielleicht aber auch ein bisschen Lust kriegen, ein bisschen Laune, ein bisschen alle die ganze Scheiße ein bisschen aufgewirbelt wird. Und dann hier, ne, den Hotfix, den schmeißen wir dann so nach 24 Stunden drauf, zack. Na gut, ist klar, unterschrieben, Stempel, zack. So würde ich das sagen, dass die absichtlich ab und zu wirklich solche Sachen durchbringen, durchwinken. Natürlich, bei vielen Leuten gibt es dann so Leute, die sind einfach so, ich bin Thaddeus, scheiß Galio, hey, wie kann das passieren? Total doof, lolle Scheiße, ich quitte jetzt, ne, die einfach total übertreiben direkt. Vielleicht ist Riot auch kerngesteuert, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch, was ich sage, es ist nur Spekulation. Ihr könnt mir auch hier gerne eure Meinung zu sagen, aber so dumm kann man nicht sein. Außer es ist wirklich der Riot-Praktikant. Das könnte sein. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar, warum quitten so viele Leute LOL, und hängt es vielleicht damit zusammen, dass aktuell so viel gepatcht wird und auch so viel so dicke Patches natürlich. Grundsätzlich kann das echt legit sein vielleicht, ne? Ein Spiel, was sich ständig ändert, gibt Wind, ne? Riot merkt jetzt vielleicht, okay, es gibt jetzt Fortnite, es gibt PUBG, es gibt Sea of Thieves und was weiß ich, was es im Moment alles gibt. Es kommen 1000 Millionen neue Spiele raus, vielleicht auch neue RPGs etc. Und wir müssen gucken, dass wir unser Spiel attraktiv halten und Energie reinbringen, sodass die Leute Lust haben, lieber auf unserem Game. Wir merken, okay, hey, gehe ich jetzt zu dem Spiel oder, oh, die neue Season oder wir haben jetzt hier neue Items, vielleicht ist das ja doch ganz geil, dann bleibe ich lieber bei LOL. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die genau deswegen jetzt so viele Änderungen rausbringen, weil die merken, okay, LOL verliert sehr viel an Spielern. Stirbt LOL deswegen, weil es so viele Spieler verliert? Ich glaube, das ist einfach ganz normal. Ich habe schon sehr, sehr viele Spiele gespielt, ja, zum Beispiel damals sehr viel WoW. Und sobald, da war die Zeit so, der Boom, aktuell ist ja der Battle Royale Boom, da war der Boom, RPGs, MMORPGs mit kostenpflichtigen Programmen, so jeden Monat. Das war komplett die insane Marktstrategie und es kam ein Spiel nach dem anderen raus. Und es war im Prinzip so, ja, wir haben alle WoW gespielt und es war immer das Gleiche, ne? Es wurde nicht viel gepatcht, es war einfach Level 70. Und dann kam hier, keine Ahnung, Kabal Online und was weiß ich, da alles rauskam. Und wir alle, boah, lass antesten, alle rübergegangen, ne? Aufgehört mit WoW einen Monat, haben das gespielt, haben wir gemerkt, ja, ist scheiße und wieder zurück, ne? Dann kam wieder das nächste Spiel, haben gemerkt, oh, geiles Spiel, wieder rüber. Und dann wieder zurück, ne? Ich denke, das ist eine Phase, die aktuell jetzt auch ein bisschen ist. Viele Leute haben die Schnauze voll von LOL, sie haben jetzt jahrelang LOL gezockt, sind vielleicht auch tiltet und lassen sich anstecken von wegen, dass andere Leute einfach ihre Meinung raus von hey, LOL, quitten und so. Und dass sie dann natürlich sagen, so ein neues Spiel kommt, da hat man Lust drauf, Fortnite, ne? Ich muss auch sagen, Fortnite macht Spaß, auch wenn ich es nicht oft spiele. Aber dann geht man erstmal rüber und spielt Fortnite. Irgendwann hat man wahrscheinlich, haben diese Leute aber auch wieder die Schnauze voll von Fortnite. Also ich könnte nicht 24 Stunden jeden Tag da Fortnite spielen, das ist mir dann doch ein bisschen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen dann vielleicht diese Spiele auch wieder irgendwann zurück. Vielleicht gehen sie dann auch wieder zu einem anderen Spiel. Ich denke, dass es alles gerade phasenweise ist, hype-mäßig ist und, ne, das ist wirklich halt normal. Und dann, das, was mich wirklich an LOL tiltet, sind die Tilter, die Flamer, die AFKler, die weinen, ne? Die regen mich wirklich richtig auf. Und das ist so der einzige Grund, wo ich sagen könnte, okay, LOL, ihr seid scheiße, ne, das ist... Jedes Game muss ich den Psychiater raushängen lassen, weil meine Leute sich gegenseitig zerfleischen und sich wie Kinder verhalten. Hey, du hast mein Red Buff weggenommen, jetzt klaue ich hier deine Vögel und jetzt gehe ich die Mitte runterrennen. Ich heute erst ein Game gehabt. Ich war mit Soraka auf der Botlane. Soraka hat komplett geintet. Ich war AD Carry, ich Autofilled. Ich habe kein Wort zu ihr geschrieben, ich habe sie nicht geflammt oder so. Und sie wurde dann, einmal hat unsere Annie, die war auch im Tilt, hat dann mit der Soraka geschrieben. Sie hatten auch zwei, dreimal geschrieben, die waren beide scheiße, die waren richtig kacke. Und dann haben die sich zerfleischt und beide geintet und ich denke mir so, ich bin 0-1, ich verliere jetzt das Spiel, schön, cool, ne? Aber das ist so meine ungefähre, grobe Meinung. Ihr könnt mir ja wirklich absolut gerne dazu droppen, ob wir demnächst auch mal eine Diskussion machen und droppt mir eure Meinung zu dieser Diskussion, ja? Wie gesagt, subjektiv, meine Meinung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.